Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Count Muku. Ja, es geht hier weiter in der Basis des Shadow Brokers, wo wir hier fleißig von diesem Ding verfolgt werden. Wir können noch kurz mit Liara reden. Wie geht's Ihnen, Liara? Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überwältigt. Der Shadow Broker hatte mehr Ressourcen, als Sie sich vorstellen können. Hier, sehen Sie mal. Er hatte Zugang auf höchster Ebene zu den Regierungen der Turianer und der Asari. Und mehr als eine salarianische Dalatres hat ihm Informationen verkauft. Und jetzt gehört alles uns. Sie werden jetzt aber nicht mit gruseligen Informationen über jeden in der Galaxie zur Einsiedlerin, oder? Ich spüre die Verlockung. Ich habe direkten Zugriff auf alle Geheimnisse der Galaxie. Geben Sie mir 10 Minuten und ich könnte einen Krieg anzetteln. Aber ich habe ein Ziel. Ihnen zu helfen, die Reaper aufzuhalten. Dadurch bleibe ich ehrlich. Sie wissen schon, relativ betrachtet. Mhm. Haben Sie schon etwas Nützliches gefunden? Der Shadow Broker wusste von den Reapern. Vielleicht hat er deshalb angeboten, dem Rat zu helfen, Sarens Schuld zu beweisen. Er wollte nicht, dass Saren Erfolg hat. Er wusste, dass sie nicht gelogen haben, als sie über ihre Version von dem proteanischen Sender sprachen. Es gibt sogar einige Daten über die Proteaner. Er wusste wohl, was kommen würde und hat einen Weg zum Überleben gesucht. Hm. Woher wussten Sie, was der Shadow Broker war? Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten sollte, als wir ihn endlich gefunden hatten. Aber bei meinen Proteaner-Studien habe ich mich auch mit Kulturen vor der Raumfahrt beschäftigt. Ich weiß einiges über die Jagd. Auf den Terminals ist mehr, falls es Sie interessiert. Eine faszinierende Kultur und eine erschreckende. Warum hat er sich immer noch mit den Proteanern beschäftigt? Sie haben uns die Warnung und die Röhre auf Ilos gegeben, aber diese haben wir benutzt. Der Shadow Broker hat wohl gedacht, dass da noch mehr zu finden ist. Vielleicht hatten die Proteaner andere Pläne. Oder... vielleicht hat er nur nach allem gegriffen, was irgendwie Hoffnung versprochen hat. Wie geht es Farron? So gut, wie man es nach 2 Jahren ständiger Folter erwarten kann. Kommt er wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Er will arbeiten, also lasse ich ihn helfen. Vielleicht lenkt ihn das ab. Und? Sie und Farron? Nein. Die Tortur hat bei ihm ein Trauma ausgelöst. Er ist emotional empfindlich und muss sich erholen. Er ist mir für seine Rettung sehr dankbar, aber es wäre unverantwortlich von mir, das auszunutzen. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Liara. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Was ich jetzt wirklich brauche, ist Freundschaft. Ich kann nicht lange weg, aber die ganze Zeit auf diesem Schiff zu verbringen... Bei Ihrem nächsten Besuch könnte ich vielleicht mal mit auf die Normandy kommen. Hm. Jo. Klingt gut. Warum machen wir das nicht sofort? Okay, danke. Bin gleich da. Geben Sie mir 1 Minute. Wieso nicht? Dann gehen wir zuerst mal hier an Bord der Normandy und quatschen ein wenig mit Liara weiter, bevor wir hier die ganze Sache beim Shadow Broker untersuchen. Hat Ihnen die Führung gefallen? Ja, es ist ein wunderbares Schiff. Und ich habe Joker getroffen. Er schien sich zu freuen, mich zu sehen. Obwohl er gefragt hat, ob ich kürzlich die Ewigkeit umarmt hätte. Ach, natürlich hat er das. Ich habe auch mit Dr. Chuckwas gesprochen. Freut mich, dass es ihr gut geht. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Es war ziemlich mühsam, aber ich konnte ihre Dienstmarke beschaffen. Ich dachte, die würde ich nie wiedersehen. Sie hat mehr als einmal den Besitzer gewechselt. Erinnern Sie sich an Admiral Hackett? Er hat sie mir überlassen, damit ich sie an Sie weitergebe. Er schickt Ihnen Grüße und hofft, dass es Ihnen gut geht. Wie geht es Ihnen, Shepard? Ich meine wirklich... nicht das, was sie zur Hebung der Moral ihrer Crew erzählen. Hm.
Unter uns? Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich tue, was ich kann, aber... Sie haben mehr getan als die meisten. Ohne sie würde es auf Horizon keinen Mann, keine Frau und kein Kind mehr geben. Ich habe einige von ihnen gerettet, aber nicht genug. Und die Kollektoren werden Kolonien überfallen, bis ich sie aufhalte. Dann werden sie sie aufhalten. Und ich dachte schon, es könnte schwierig werden. Sie werden es schaffen, so wie immer. Ich weiß nur nicht, was als nächstes passiert. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Wofür kämpfen Sie? Ich denke, ich kämpfe für uns. Für uns alle. Das ist eine große Verantwortung. Menschen sind chaotisch, peinlich, manchmal selbstsüchtig oder grausam. Aber sie versuchen es. Und ich sorge dafür, dass sie eine Chance haben. Hoffentlich ist die Galaxie die Mühe wert, die sie in ihre Rettung investieren. Ich muss zurück auf meine Basis. Trotzdem, danke für die Einladung, Shepard. Komm bald wieder. Warum zum Teufel fahren wir jetzt eigentlich wieder runter mit dem Lift? Naja, gut, okay. Lassen wir's. Wir hätten ja gleich das Zeug noch etwas anpassen können in der Kabine, aber gut, okay, das können wir beim Shadow Broker auch. Werdet ihr gleich noch sehen, sofern wir irgendwie dorthin kommen. Wir müssen vielleicht wieder andocken, mal schauen. Weil es Liero natürlich an Bord gekommen ist. Aber das kurze Gespräch wollte ich unbedingt noch machen, damit ihr das auch noch seht. Jo, Kelly, was geht? Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Das heißt doch nur wieder, dass irgendwas Unbequemes ansteht. Okay, wir haben hier noch... Was? Sie sind zu klein! Von Morlan. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Haben Sie Angst vor diesem Satz? Morlans berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems, ohne die Einschränkungen der Handelsgesetze der Citadel. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerungen oder genbiotische Xeno-Umgestaltungen, Morlan hat ein großes Angebot von Spenderprodukte. Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Morlans berühmter Extranet-Site, direkt über den Hotlink dieser Nachricht. Produktverfügbarkeit abhängig von örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandskosten, keine Lieferung nach Omega, kroganische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich, weitere Einschränkungen möglich. Ach ja, das war auch eine Nachricht, auf die ich gewartet habe. Ach ja, einfach nur schön. Okay, was haben wir denn hier noch? Sie haben mein Leben verändert, okay. Von Jaird oder wie auch immer. Grüße, Commander Shepard. Liara Tesoni hat mir gesagt, wie ich sie erreiche. Ich gehörte zur Putzklone in den Dantius Towers. Sie haben mir geholfen, dort rauszukommen. Tesoni sagt, sie hätten auch Thane gefunden. Er hat einige der Eclipse-Söldner erledigt, die uns umbringen wollten. Und ich möchte sie fragen, ob sie ihm meinen Dank übermitteln könnten. Jo. Schon seine Bewegungen. Einer war tot, bevor sie ihn überhaupt bemerkt hatten. Einen zweiten brach er das Genick, den dritten erschoss er, alles innerhalb weniger Herzschläge. Es war unglaublich. Er hat sich bewegt wie ein Tänzer, elegant und kraftvoll. Dieses Erlebnis hat mein Leben verändert und etwas in mir geweckt, das ich selbst noch nicht richtig verstehe. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber salarianische Leben sind zu kurz, um sie mit Putzen zu vergeuden. Zumal, wenn es da draußen noch so viele andere Dinge gibt. Ich werde etwas finden, um das einzufangen, was ich in ihm gesehen habe, diese Schönheit, diese ästhetische Perfektion. Und ein paar hübsche Sachen zum Anziehen kaufe ich mir auch. Bitte sagen Sie ihm das, oder zumindest das, was Sie für angemessen halten. Das wäre wirklich sehr nett. Mit freundlichem Gruß, Jaird oder Jaird, was auch immer. Salarianer leben übrigens um die 40 Jahre, nur so, falls das noch nicht durchgekommen sein sollte.
bin jetzt mal gespannt, ob wir hier überhaupt auf die Galaxiskarte zugreifen können, ohne dass der Unbekannte uns hier blockiert. Mal schauen. Ich würde nämlich gerne noch zuerst auf die Basis des Shadow Brokers zurück. Oder eher in die Basis. Nun gut, okay. Kelly, hast du was zu sagen? Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität, aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer, was gibt's? Ja, ich kenne auch ein paar Leute, auf die dieser Begriff zutrifft, also das mit dem Hamster und dem Koffeinschock. Nun gut, okay. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Thane würde gerne im Lebenserhaltungsbereich auf dem Crewdeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Passen Sie auf sich auf. Natürlich. Wobei, mit Joker könnten wir auch noch kurz reden. Nur ganz kurz, denn vielleicht sagt er uns ja noch was. Denn er hat ja scheinbar mit Liara gequatscht vorhin und da möchte ich doch mal wissen, ob er noch was dazu zu sagen hat. Commander. Ja, Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Grunt trägt nicht gerade zu mehr Stabilität bei, Commander. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Das wär's im Moment. Bis dann, gut, schade, dass er nichts über The Sony sagt, aber nun gut, okay. Man kann nicht alles haben. Shadow Broker ist schlussendlich ja ein DLC und ja nicht ursprünglich eingeplant ins Spiel gewesen. Schauen wir mal. Eine Planänderung, Commander. Dringende Nachricht vom Unbekannten. Ich stelle ihn in den Kommunikationsraum durch. Eine Planänderung. Nun gut, okay. Dringende Nachricht vom Unbekannten. Ich stelle ihn in den Kommunikationsraum. Scheinbar kann der gute Unbekannte hier nicht warten. Aber das heißt, irgendwas Dringendes steht an und das heißt, es wird übel. Heißt wiederum, wir sollten uns ausrüsten. Sofern wir uns hier irgendwas leisten können, überhaupt natürlich. Okay. Schwere Pistolenschaden ist das einzige, was wir uns hier leisten könnten. Das brauchen wir unbedingt. Diese Dinge hier unten dann später auch. Aber zuerst mal sicher hier das Ablativ. Wobei, wartet mal. Okay. Nee, dann nehmen wir das hier. Wir haben eine Forschung freigeschaltet. Oh yeah. Das hier, wie es ausschaut, dieser Nanokristallschild. Aber der kostet im Moment zu viel. Element Zero haben wir sowieso enorm viel, also nehmen wir uns das hier. Man kann nie genug von dem Zeug haben, insbesondere wenn der unbekannte Mann einen wieder in eine Selbstmordmission hier schickt. Ich nehme nämlich nicht an, dass das jetzt ein Spaziergang wird. Deswegen rüste ich hier noch aus, was ausrüstbar ist und dann begeben wir uns in den Kommunikationsraum. Also sollten wir vor der Mission noch mit ein paar Leuten reden. Kann glaube ich nicht mal schaden. Muss immer noch nach Tuchanka, Shepard. Mein Schüler wird immer noch vom Bloodpack festgehalten. Wir reden später darüber, Morden. Na gut, okay, bevor wir noch gescheit darüber reden können, sollten wir vielleicht die Loyalitätsmission noch machen. Was allerdings erst geht, sobald wir hier mit dem Unbekannten gequatscht haben. Heißt, wir speichern aber vorhin nochmals. Weil und so, Speicherparanoia, kennt ihr ja. Und ja, dann geht's gleich los, sobald hier Spieldaten endlich mal überprüft sind. So, okay. Boah, schon fast 20 Stunden haben wir gezockt hier im Let's Play, das ist krass. Okay, also, was willst du denn, was so dringend ist? Ich stelle den Unbekannten durch, Commander. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlos-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen.
Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Schicken Sie mir die Koordinaten, ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Tja, dann geht's also weiter auf in den Kampf gegen die Kollektoren. Wir brauchen ja immer noch die Entschlüsselungsdaten für das Omega-4-Portal, ohne dass wir dort nicht durchkommen, zumindest nicht lebendig. Sowieso brauchen wir eine Art Passwort, um da durchzugehen. Also machen wir das mal. Ich hoffe, mein Team ist stark genug dafür. Sollte es. Also, das heißt, Kollektorenschiff, wir nehmen definitiv Garrus und Grunt mit. Leider haben wir dort die Loyalitätsmission noch nicht gemacht, aber wird schon klappen. Wir haben hier nämlich noch Fettpunkte zu verteilen und die werde ich hier investieren in die Verbrennung. Die verbesserte Verbrennung, Schmilzer, da verbrennt nahezu alles, bla bla bla. Verbrennungswelle, mehrere Ziele in Brand stecken. Ist zwar auch cool irgendwie, aber wenn wir hier richtig fett Schaden machen können, dann nehmen wir das doch. Wir haben noch einen Punkt. Kryomunition. Nee. Kajaken? Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, eher die taktische Tarnung ausbauen wird's bringen, weil, Und sonst können wir den Punkte später noch investieren. Boah, haben wir viele Vorbildlichkeitspunkte. gut. Grunt bleibt und Garrus hat nicht mal genügend, um hier noch groß was auszubauen. Na gut, dann kann er noch ein wenig leveln hier in der Mission. Wir bleiben hier bei den Waffen, die wir dabei haben und dann geht's los. Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrungen des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Riesiger Stock. Rachni vielleicht. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Schaut aber auf jeden Fall aus wie das Kollektorenschiff, das uns angegriffen hat. Nun gut, okay, aber wir sind bereits wieder am Ende der Folge angelangt. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect 2. Kommentiert von eurem Count Muku. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Bis dann. Tschüssen.